Herzlich willkommen zurück zu Marie der Chef. Jetzt melde ich mich mal seit längerem wieder zurück und ich spiele mal wieder weiter. Zuletzt waren wir bei Level 9, jetzt sind wir bei Level 10. Wir haben ja ein unangenehmes Essen gehabt. Da ist ja nämlich von der Kanzlei die Chefin, also diese Abteilungsleiterin, vorbeigekommen. Die ist ja vorbeigekommen und die hat ja meine Eltern mitgebracht, wahrscheinlich um mich bloßzustellen. Aber ich bin gespannt, ob es ihr gelungen ist. Ja, stimmt. Ich verstehe nicht. Soll das ein Scherz sein? Es ist kein Scherz. Statt sich auf den Prozess vorzubereiten, hat ihre Tochter ihre Zeit hier vergeudet. Okay, ich bin aufgeflogen. Das ist nicht wahr. Ich habe sehr hart daran gearbeitet, sodass wir den Prozess bestens vorbereitet sind. Was ich in meiner Freizeit tue, ist meine Angelegenheit. Aber natürlich, nimm dir so viel Zeit, wie du willst, um Köchin zu spielen. Du bist gefeuert. Oh! Richard. Entschuldigung. Richard, mir ist ganz schwindelig. Mary, das ist sehr, sehr enttäuschend. Jetzt hören Sie mir aber einmal zu. Mary ist eine der fleißigsten, talentiertesten jungen Köchinnen, die ich je gesehen habe. Sie sollten stolz auf sie sein. Richard, ich möchte gehen, sofort! Das sind aber nette Eltern. Nur weil ich ihren Wunsch nicht entspreche? Anscheinend darf ich nicht das machen, was ich will. Mary, pst, Mary! Keine Sorge, Carlos, ich kümmere mich darum. Sorgen wir dafür, dass zumindest eine Sache heute gut läuft. Oh, okay, jetzt habe ich das ja schon länger nicht mehr gespielt. Muss erstmal wieder reinkommen. Geh's aber ganz in Ruhe an. Danke sehr. Was möchte der Herr? Was möchten die Dame? Ah ja, stimmt. Immer wieder Crepe. Ah, ohne Erdbeer. Ah, verdammt. Ohne Erdbeer. Ich meine, ohne Erdbeersoße, Preiselbeersoße. So, das bringe ich einmal. Einmal bezahlen. Einmal das hier in der Küche. Oder der war mal Dingenskirchen. So, dann bedienen wir mal den Herrn. Den Herrn. So, bezahlen. Achso, ohne Chicken, ohne Chicken. So. Anbraten. An Limette, an die Damen. Habe ich das nicht hingebracht? Oh, ja, hier hast du mal das Chicken-Ding ins Kirchen. Du möchtest das natürlich ohne Chicken haben. Ich ernte einmal. Gut, das brutzelt. Reinigen bitte. Entschuldigung. Und mal zwei Zeitungen. So, einmal wieder Hände. Diesmal mit Paprika. Brutzeln. Das ist fertig. Limette. Einmal bezahlen. Ja, kommt daher. Zeitschrift. So, die wollen natürlich wieder einmal mit Chicken natürlich. Mit Limette. Und dann einmal nur mit Paprika. So,
Chicken natürlich. So, kommt sofort. Bezahlen. Ah, warte, das war ohne ohne Muschel. Einmal da. Gut, das heißt einmal nochmal Chicken mit Paprika und Limette. Das ist immer eins der schwersten Menüs. So, das bringe ich an den Tisch. Dessert, die Dame. Zweimal Gemüsesuppe. Einmal eine rote Zeitung. Tisch abräumen bitte. Zweimal die Suppe. Einmal die Zeitschrift. Einmal bezahlen. Ich muss ja anscheinend nur die normalen Kunden bedienen. Paprika haben wir keine. So. Einmal Chicken. Das machen wir noch einmal. Den machen wir im Ofen. Einmal Chicken. Einmal Ding. Das holen wir mal. Einmal. Warte, noch einmal Chicken. Ding. Paprika und Limette. Dann eine Gemüsesuppe dazu. Und sofort. Einmal hier. Anscheinend habe ich das falsche. Ah, es war ohne Muschel. Echt jetzt? Magst du das vielleicht haben? Auch nicht! Gut, ohne Muschel. Ihr wollt alles ohne Muscheln, das ist ja. Ja, ihr habt ja einen Appetit. So. Ist es jetzt richtig, der Herr? Die Dame. Der Herr und das Kind. Der Herr und das Ring. So. Achso, ohne Chicken, sondern nur. Okay, nur Muschel, Paprika und Limette. Du möchtest das, du möchtest das, du möchtest das. Ach, Entschuldigung, ich habe vergessen, es mit der Limette zu braten. Hier kommt ein Essen, ein Kaffee, einmal bezahlen. Einmal der Kaffee und einmal Chicken ohne Muschel. Mit Paprika. Ah, Limette. So. Ich hoffe, es passt jetzt. Wollen Sie irgendwas? Ich habe eine Trophäe freigeschaltet. Kaffeemühle. Später. Philipp Frönis war einer deiner Münzsammelstellungen. Menüzusammenstellung. Wirklich sehr beeindruckend, Mary. Du hast tolle Arbeit geleistet. Die Party war ein voller Erfolg. Das Telefon läutet ununterbrochen. So viele Leute wollen einen Tisch reservieren. Ich habe gründlich darüber nachgedacht, wie ich dich am besten belohnen kann. Du bist gefeuert. Was? Was? Nicht auch du noch? Hör mir zu. Du hast dich von der Tellerwäscherin über die Köchin zur Sous-Chefin hochgearbeitet. Und dabei habe ich ihr alles beigebracht, was ich weiß. Da du jetzt nicht mehr in der Kanzlei arbeitest, musst du auch nicht mehr hierbleiben. Du bist frei, Mary. Du kannst mit Köchen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Du hast zu viel Talent, um hier zu bleiben. Frei, um die besten Kochtechniken der besten Köche der Welt zu erlernen. Frei, um deinem Herzen zu folgen. Okay, 3 Sterne haben wir nicht geschafft, aber macht ja nichts. Gut, hier fängt dann das nächste Kapitel an. Wir sind in einem neuen Laden anscheinend. Kopf hoch, genau wie früher. Oh, das schaut ja richtig schick aus, richtig französisch. Kann ich hier was kaufen? Wie viel kostest du? Körbe mit Fondue Fürite? Okay, das kostet 200. Beschleunigt die Zubereitung erheblich. Ich glaube, ich spare mir das Geld dafür. Musikbox. Ich spare mal für die Küche. La liberté tira en ferra. Ah, si, sira, sira. Was? Kannst du einen Kaffee für ein vom Glück verlassenes Mädchen erübrigen? Ah, oh, Marie. Hallo, Tante Sophie. Dein Vater hat mir alles erzählt. Geht es dir gut? Oh, mein Kleines. Brauchst du hier vielleicht noch ein paar zusätzliche helfende Hände? Liebes, du musst nicht arbeiten. Du kannst so lange bei mir bleiben, wie du möchtest.
Danke, aber ich muss mich wirklich ein wenig ablenken, sonst werde ich bei dem Gedanken an das Chaos, das ich verursacht habe, noch verrückt. Lass uns meine Dartima backen. Erinnerst du dich noch, wie wir das früher zu immer zusammen gemacht haben? Gut, dann legen wir los. Wähle die Musikbox aus und alle... Oh. Gut, neues Produkt. Was machen wir denn hier? Schaut aus wie das ist ein Crepe. Wir machen Crepe. Wir haben ein Crepe gemacht. Gut, wie bereite ich jetzt dieses Pfirsichchen dazu? Was haben wir denn da alles? Da drüben. So, voilà. Und noch einmal. So, einmal hier. Und schon haben wir den Dreh raus. Das zweimal. Einmal an die Hand. Das habe ich vergessen. Wir müssen ja was zubereiten. Maus gefunden. So, das machen wir mal schnell fertig. Dann machen wir das mal fertig. Die Hauptaufgabe haben wir erledigt. Barscht. Einmal abräumen. Einmal hier. Schneller. Männer. Oh, der Laden gefällt mir. Der ist schick. Sowas mag ich. Aber ich bin irgendwie... Ich finde es richtig super eigentlich, dass es so viel Verschiedenes gibt. Man glaubt, ich habe nicht zuerst ganz gedacht, das geht immer nur mit Carlos Restaurant weiter. Gut, irgendwas habe ich jetzt. Habe ich was verloren? Versäumt? Ich glaube, da ist irgendwer. Habe ich wen vergessen? Ja, Crepe kommt sofort. So. Und bezahlen. Richtig schön französisch. Abräumen tun wir noch. Und bezahlen. Kommt sofort. Dann richtig schön. Und da sind sogar Schmetterlinge hinten. Da kann man sogar draußen sitzen. Oh, sag bloß da draußen meinen Kunden richtig vergessen. Hallo? Astrid? Sind mein Vater oder meine Mutter zufällig in der Nähe? Niemand ist hier. Ich kann nicht etwas ausrichten. Ich verstehe. Nein, nicht nötig. Die beruhigen sich auch wieder. Keine Sorge. Ich weiß nicht recht, Tante Sophie. Dieses Mal habe ich echt Mist gebaut. Warum sagst du so etwas? Meine Eltern haben alle ihre Beziehung spielen lassen, um mir den Job zu besorgen. Das war immer ihr Traum für mich. Aber es gibt ja immer noch die Anwaltsprüfung. Wenn ich die Prüfung bestehe, dann kann ich bei einer neuen Kanzlei wieder von vorne anfangen. Talala. Und alles wird wieder so sein, wie es einmal war. Und wir schaffen es wieder. Wir haben mal wieder 3 Sterne. Und wir können hier auch gleich unser erstes extra Bonus-Level machen. Die Leute heutzutage wissen auch nicht mehr, was sie wollen. Ja, das kenne ich.
Das hebe ich mir aber noch auf. Wie viel haben wir denn jetzt? 450. Wir können bald eine neue Küchenzeile kaufen. Damit bereitet sich nämlich alles schnell. Achte auf die Kunden, die sich umentscheiden. Okay. Jetzt check ich's. Schnell. Machen wir das noch einmal. Aber beim Geld, beim Bezahlen können sie sich nicht umentscheiden, oder? Ich glaube nicht. Nein! Entscheide euch für dasselbe, schnell! Ja. Nein, brutzeln. Bezahlen. Oh. Den Tisch abräumen, schnell. Diese Extra-Level sind immer richtig stressig, muss ich schon sagen. Schnell. Ja, ich hab's geschafft. Bezahlen, bedanken Sie uns. Beehren Sie uns bald wieder, nicht bedanken Sie uns. Ich entschuldige mich für mein... Ah, ich war zu langsam. Für mein Verhalten. Verhalten. Ja, ich komm. Okay, ich war langsam. Ich war nicht schnell genug. Gut, ich hab's geschafft. Ich hab 3 Sterne. Wow, ich habe extra Bonus-Level mal wieder geschafft. Aber ich glaube, am Anfang ist alles leichter. So, das bedeutet extra Geld. Das heißt, ich habe jetzt, genau, 550. Gut, das ist aber schnell gegangen. Ich kann hier, glaube ich, noch ins... Oh! Da gibt's Menüpläne. Carlos Paella. Ich glaube, das kann man in echt auch machen. Gut, ja, das war mal wieder ein Marille-Chef-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne auf Gamer klicken. Falls ihr irgendwas zu sagen habt, ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.